Gras, Cannabis und Joints. Schnell ist zur heutigen Zeit ein Urteil gefällt. Doch was hier aussieht wie eine illegale Substanz, ist komplett legitim. Die Rede ist von Cannabidiol. CBD, wie es auch genannt wird, entstammt aus der Hanfpflanze. Anders als das ebenfalls im Hanf enthaltene THC jedoch, wirkt es nicht psychoaktiv und ist daher in Österreich frei erhältlich. Zu diesem Thema besuchen wir Dr. Daniel Feuerstein und sein Unternehmen Hanafsan in Götzis. Er klärt uns auf. Also CBD ist eines von 100 verschiedenen Cannabinoiden, das aus der Blüte der Cannabispflanze gewonnen wird. CBD ist ein Molekül, das unter anderem Anwendung findet bei Epilepsie. Es wirkt entkrampfend, also es gibt auch ein Anwendungsbeispiel bei Multiple Sklerose zur Behandlung von Spastiken. Es gibt aber auch etliche Studien, die die Wirksamkeit von CBD belegen bei neuropathischen Schmerzen und bei einigen entzündungsbedingten Erkrankungen. Während also der Inhaltsstoff CBD nicht, wie man es aus der Umgangssprache kennt, high macht, gibt es da einen weiteren Inhaltsstoff der Cannabispflanze mit dem Namen Tetrahydrocannabinol oder einfach THC. Der größte Unterschied zwischen diesen zwei Molekülen ist sicher die gewisse Suchtmittelrelevanz. Ja, THC hat eine gewisse Suchtmittelrelevanz, das hat CBD auf der anderen Seite überhaupt gar nicht. Das heißt, THC ist psychoaktiv und CBD ist nicht psychoaktiv. Von der Wirkung her ähnlich. Es gibt aber doch signifikante Unterschiede. Aber ich glaube, eben der deutlichste Unterschied ist eben die Psychoaktivität, die eben bei CBD nicht gegeben ist. Ja, also das CBD ist einfach 100% legal, aus dem Grund, weil es eben nicht suchtmittelrelevant ist. Von dem her gibt es überhaupt gar keinen Grund, sich zu schämen. Ganz im Gegenteil, das zeigen eigentlich auch hier Besucherzahlen bei uns im Geschäft. Über die letzten anderthalb Jahre haben wir deutlich feststellen können, dass die Leute offener werden. Und nicht nur Kunden von uns, auch Ärzte und Pharmazeuten. Also man kann wirklich einen Trend feststellen über die letzten anderthalb Jahre. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich dieser Trend auch fortsetzen wird. Das ist wiederum im Einklang mit dem weltweiten Trend, wenn man zum Beispiel in die USA schaut, nach Kanada schaut oder auch einfach über die Grenze nach Deutschland. Dr. Daniel Feuerstein ist über seine Ausbildung und durch Forschung zum Thema Hanf und CBD gestoßen. Ja, also ich habe hier in Götzis, am Borg Götzis, meine Matura gemacht und bin dann nach meinem Zivildienst an die Uni Konstanz gegangen, habe dort Biologie studiert und im Anschluss in Toxikologie promoviert. Danach bin ich in die USA gegangen und da ging für mich sozusagen die Arzneimittelforschung ging los. Ich habe da im Bereich der Onkologie geforscht sozusagen und im Rahmen dieser Forschung, das war aber wirklich ein kleines Seitenprojekt aus eigenem Interesse auch, beziehungsweise auch getriggert durch Kollegen, wir haben viel mit Chemikern zusammengearbeitet und eines Tages hat uns ein Chemiker eben ein Fläschchen vorbeigebracht mit diesem CBD. Das war für mich am Anfang einfach eine klare Flüssigkeit, die ich in meine Versuchsserie mit integriert hatte. Als ich aber gesehen habe, was mit diesen Zellen passiert, also den positiven Effekt in diesem Zellmodell gesehen habe, da sind mir so ein bisschen die Augen aufgegangen und da ging so meine Recherche los, was ist das eigentlich? Und parallel dazu hat man eigentlich schon feststellen können, die Entwicklung, die zu diesem Zeitpunkt in den USA gerade eingesetzt hatte, beziehungsweise auch parallel dazu in Kanada. Mittlerweile ist der Geschäftsführer mit seinem Shop und vor allem mit der Nachfrage der Kunden sehr zufrieden. Auch in verschiedenen Lebensmittelgeschäften sind einige seiner Produkte zu finden, aber auch er selbst steht ab und zu vor Ort zur Verfügung. Dabei sitzt er sowohl im Außendienst, aber auch in seinem eigenen Shop, bei seinen Produkten vor allem auf Qualität, Transparenz und Kompetenz. Also wir bieten bei uns zum einen eben Fachliteratur an, weil wir festgestellt haben, dass es einfach einen riesen Wissensbedarf gibt oder Wissenslücken teilweise, die es eben zu schließen gilt. Drum Fachliteratur Nummer eins, ganz wichtig.
Als zweites haben wir sogenannte Bio-Hanf-Lebensmittel, die wir als Superfoods bezeichnen. Einfach aus dem Grund, weil es wirklich ganz tolle Lebensmittel sind und sehr vielfältig. Hohen Proteingehalt, hohen Vitamin-E-Gehalt, Omega-3- und 6-Fettsäuren sind in recht hohen Maße vorhanden. Und auch nicht zu vergessen, der Hanftee, den doch mittlerweile recht viele Leute kennen, kommt auch sehr gut an. Ganz so einfach ist der Verkauf seiner Produkte jedoch immer noch nicht. So darf ein Kunde, der gewisse Produkte kaufen möchte, zwar betreut und informiert werden, genaue Details zur Einnahme sind aber strengstens verboten. Wieso? Seit Dezember 2018 richtet sich ein gesetzliches Verbot gegen die Empfehlung des Verzehrs und Konsums von Produkten mit CBD-Gehalt. Das gilt zwar zum Beispiel nicht für den CBD-freien Hanftee, Samen und Kochöle, aber dafür sind Produkte wie Blüten und Öle mit CBD-Gehalt davon betroffen. Also wirklich empfehlen dürfen wir die Produkte eben auch nicht. Es ist eben wirklich eine sehr verzwickte Situation. Aber wir gehen einfach recht offen und ehrlich an die Situation ran. Wir erklären unseren Kunden die gesetzliche Situation. Unsere Produkte sind auch nicht zum Verzehr geeignet. Das heißt, jeder mündige Bürger kann sich oder muss sich am Ende vom Tag selbst Gedanken machen. Wir oder ich stehe mit meinem Namen hinter diesem Produkt. Das wird auch in externen Laboren zertifiziert. Wir haben auch eine Verkehrsfähigkeitsprüfung zu diesen Produkten. Das heißt, von unserer Seite her haben die höchste Qualität. Ich denke, die große Problematik ist eben dieser gewisse Graubereich, der im Moment herrscht. Das ermöglicht es natürlich auch gewissen nicht seriösen Leuten, Produkte einfach auf den Markt zu platzieren. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt. Da gibt es entsprechende Standards, die eingehalten werden müssen. Aber diese Standards kommen halt nur in irgendeinem gewissen Bereich zum Tragen. Und wenn das jetzt nicht mehr als Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel deklariert ist, naja, dann sind diese Standards zählen dann auch nicht mehr. Langfristig sehen wir CBD ganz klar als ein Arzneimittel mit einer pharmakologischen Wirkung, das vom Arzt verschrieben werden soll und in Apotheken vertrieben werden soll. Es hat also den Anschein, dass CBD immer beliebter wird, egal ob als Öl oder in Blütenform. Einerseits ist die Rechtslage ziemlich verworren. Andererseits eröffnen in ganz Österreich und auch in den Nachbarländern neue CBD-Shops, in denen man oft auch Blüten kaufen kann, die äußerlich von THC-Gras nicht zu unterscheiden sind. Also wie schaut es denn aus mit der großen Frage rund um die Legalisierung von Cannabis? Also Cannabis, wenn man von Cannabis spricht, ist meistens die ganze Blüte gemeint, eben das Gemisch an 100 verschiedenen Cannabinoiden und anderen sekundären Pflanzenstoffen. Und es gibt auch neueste Erkenntnisse, die eben schon auch aufzeigen, dass gerade diese Kombination praktisch synergistische Effekte entwickeln kann. Das bedeutet, mehrere verschiedene Cannabinoide zusammen potenzieren sich. Sehr spannende Forschung. Ich denke, da wird in den nächsten Jahren wird da noch ganz viel neue Daten an die Öffentlichkeit kommen. Also für mich ganz klar, es wird zu einer gewissen Liberalisierung kommen, speziell im Bereich Medizin. Um die Bevölkerung zu diesem komplizierten Thema weiter zu informieren, zählt für Dr. Daniel Feuerstein eines. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wirklich vernünftige Aufklärung zu betreiben, und die muss immer basiert sein auf wissenschaftlichen und klinischen Daten. Da gibt es Datenbanken, da kann man sich auch als normaler Bürger kann man sich in diesen Datenbanken klinische Daten anschauen oder Daten, die von Universitäten publiziert wurden zu diesem Thema. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man genau diese Daten mehr an die Öffentlichkeit bringt und dann eine faktenbasierte Diskussion führt. Aufhört mit Vorurteilen, sondern eine faktenbasierte Diskussion führt. Die Feldkircher Innenstadt. Ein weiterer kleiner Kräutershop hat seit einem Jahr seine Türen geöffnet. Fabrizio und seine Gesellschafter kommen eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Aber auch sie haben sich für einen neuen Arbeitsweg entschieden.
Doch auch bei ihnen im Shop gibt es klare Regeln. So darf also auch im Marias Kräutershop nicht zum Verzehr gewisser Produkte geraten werden. CBD-Öl, also Cannabisöl, war bis Dezember 2018 als Nahrungsergänzungsmittelgesetz unter der Kategorie ist es halt gsi. Mittlerweile ist es nicht mehr unter der Kategorie, darf man es nur noch im Verkauf gehen als Aromaöl. Und Aromaöl logischerweise ist nicht für den Verzehr geeignet, oder? Und das ist es halt, warum wir das deklarieren müssen, nicht für den Konsum geeignet oder nicht für den Verzehr geeignet. Und Aromaöl muss man aufschieben. Und ja, was soll ich sagen? Nützt nichts. Ich bin froh, dass wir es verkaufen dürfen, immer noch. Und es ist auch den meisten Leuten egal, die sagen, egal was da oben steht, ob Aromaöl da oben steht oder CBD-Öl, wenn ich weiß aus dem Internet, wo ich nachforschen kann, das kann man rein, dann nehme ich so ein. Ich meine, wir empfehlen es niemandem, weil es steht da oben, aber die Leute informieren sich halt selber und sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Auch hier bekommt man den Eindruck, dass das Thema rund um die Legalisierung von Cannabis nicht mehr weit entfernt ist. Doch wie gefährlich kann dieses Thema werden? Und wie steht es denn vor allem um die große Suchtgefahr? Alles, was man konsumiert, vor allem was man übermäßig konsumiert, gibt Gefahren. Speziell jetzt im Bereich THC gibt es natürlich die Sucht. Nur was man natürlich schon auseinander entscheiden muss, dass zwischen einer Alkoholkrankheit und einer Cannabissucht ein sehr großer Unterschied ist. Wenn jemand einmal richtig alkoholkrank ist, dann bringt er mal nichts mehr auf die Reihe im Leben. Und verliert das soziale Leben und verliert alles normalerweise. Und in Amerika gibt es jetzt halt immer schon mehr Studien und durch das, dass es legal geworden ist, haben jetzt halt Leute wieder zugegeben, dass sie eigentlich die letzten 40 Jahre kiffen und trotzdem Schauspieler sind und was erreicht haben im Leben und ja, gesund sind. Und ja, es wäre halt wirklich, wie gesagt, speziell im medizinischen Bereich wäre es echt interessant, wenn man Cannabis legalisieren würde. Es muss halt natürlich, wenn man es legalisieren würde, schon eine Definition geben unter Cannabis und Cannabis, weil meine Meinung ist halt, speziell jetzt bei Psychosen, was man ja behauptet, das ist der Hauptgrund, warum das nicht legalisiert wird. Wie ist beim Alkohol? Jemand, der nicht viel Alkohol trinkt, geht nicht an und sucht eine Flasche Bier oder sucht eine Flasche Whisky. Oder sucht auch nicht ein Glas Whisky. Das heißt, einer, der nie kifft, geht auch nicht an in den Job und sagt, ich will das stärkste Indoor, was du da hörst. Dann geht an und sagt, ich will etwas Schwaches, was kannst du mir empfehlen? Fabrizio und seine Freunde leiten erfolgreich ihren Shop. Und auch sie sind von der Nachfrage erstaunt. Darum legt der Shop vor allem Wert auf einen regionalen Anbau. In Ganko ist es durch das, dass das Geschäft gut läuft. Und wir uns eigentlich gedacht haben, wenn wir selber da im Ländle gute Ware anbauen könnten und auch mit dem werben können, Ländle war aufgezogen aus bio gezogenen Stecklinge und bla bla bla, denn ist das natürlich für unser Geschäft gute Werbung, weil wir selber anbauen, weil wir den Leuten zeigen können, du schau nochmal, da ist das drin und da ist das drin, abbaut auf das und das, Sorte garantiert dir und dir und nicht irgendwie hergelogen für irgendjemand die und die Sorte, nur weil sie so auslogert oder so schmeckt. Wir haben einfach viele Vorteile davon und es hat sich gut ergeben, guter Platz, gute Möglichkeit, Budget war da, warum nicht? Wir sind eingeladen und dürfen uns vom Anbau selbst ein Bild machen. Ein Gewächshaus mitten in Vorarlberg und hier wird für Marias Kräutershop fleißig gepflanzt. Ja, da sind wir in unserer Aufzucht. Wir haben da unsere Aufzuchtlampen, unsere stecklichen Jungpflanzen. Dann haben wir
größere Pflanzen, die sind jetzt schon 2,5 Wochen alt. Also sind 2,5 Wochen bei mir im Wachstum. Und da tun wir jetzt vorne zu immer Tische vorne, das zeige ich dir noch, da mal auffüllen. Wir schauen, dass wir wöchentlich zwischen 50 und 150 Pflanzen reintun, dass wir noch da wöchentlich wieder rausernten können. Wir haben ja unsere Verdunkelungsanlage, wo wir das Licht stören können. Das heißt, wir können permanent mit 12 Stunden fahren, das ganze Jahr durchgehend. Wir können das ganze Jahr Indoor produzieren, mit Gewächshaus, Indoor mit Lichtunterstützung. Es war sehr viel Arbeit. Wir haben von Reiniger bis Jäter bis Tisch hineinbauen. Wir haben alles selber gemacht, oder? Und die Tische waren natürlich was heben. Da haben wir lauter Fundamente gemacht mit Rohre. Und ja, es hat sich aber rentiert, weil selber viel Arbeit hineinsteckt. Der macht es gut, oder? Nach ca. 3 Wochen Wachstum kann sie um. Dann kann sie noch nicht, wo man sie blühen, oder? Die Pflanzen, die sind jetzt ca. 2,5 Wochen in der Blüte. Die haben schon kleine Knospen oben, wie wir es sehen haben. Die werden jetzt natürlich immer größer und schöner, körige Batz dazu figieren. Die Blüte zum Beispiel, da sieht man schon was, oder? Kann schon was. Und das Endprodukt, dann schlussendlich, das hätten wir da hängen. Also die Würen auf dem Wagen kommen sie noch in den Trocknungsraum rein. Im Trocknungsraum sind sie normal 7 bis 10 Tage bei 18 bis 19 Grad, 55% Luftfeuchtigkeit. Also die blieben mit der Stängel so 7 bis 10 Tage im Trocknungsraum. Nach 7 bis 10 Tagen kommen sie raus. Da tun wir sie in einem super Platz, da tun wir sie abschneiden. Und dann sind die Blüten noch so wie das. Kannst du gerne mal angreifen? Sicher, gerne. Nimm sie mal raus, ich muss schmecken. Zum Teil sind sie schon trockener, zum Teil sind sie noch feuchter. Durch das, dass ich sie jetzt da drinnen lasse, im Kübel, kriegen sie viel mehr Geruch. Entfaltet sich der Geruch viel mehr. Ich lasse jetzt da drin 12 Stunden. Nach 12 Stunden fange ich an. Aufmachen, 3-mal am Tag, 4-mal am Tag, die Luft reinlassen und dann kriegst du richtige, harte, schöne Blätter schlussendlich, so wie wir im Geschäft sehen. Kein Weed ist auch keine Lösung, zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Ranger, Papers und Leiter, ich bin gern mein Level. Der eigene Anbau ist also in vollem Gange. Doch was für uns nach einem illegalen Gewächshaus aus der Netflix-Serie Narcos aussieht, ist vollkommen legal. Vor Kontrollen und Razzias hat Fabrizio so oder so keine Angst. Ja, ich denke, dass also wir sind jetzt noch nicht so lange in der Produktion. Wir sind seit Januar in dem Jahr dran. Ich denke, dass es jetzt nur mal lang geht. Also wie ich gehört habe, in Wien haben sie ja schon ein paar Leder jetzt Razzias gemacht. Wird jetzt bei uns sicher auch noch gehen, nur wir haben da nichts zum Verbergen. Wir machen CBD, wir haben CBD, wir haben zu uns nichts und ist kein Problem, oder? Für uns passt es. Sollen sie kommen? Warum nicht? Solange wir uns im legalen Bereich befinden, warum nicht? In Österreich soll es Medien zufolge mittlerweile über 250 CBD-Shops geben. Auf den Produktetiketten steht also seit Dezember 2018 nicht mehr Nahrungsergänzungsmittel, sondern Aromaprodukt und ein Hinweis, dass diese nicht zum Verzehr geeignet sind. Auch die Tatsache, dass die Kunden nicht mehr ausführlich informiert und beraten werden dürfen, verunsichert wahrscheinlich den einen oder anderen. Klar ist, zahlreiche Studien belegen die Effizienz von CBD gegen verschiedenste Krankheiten. Die Nachfrage wächst weiterhin, aber das Thema, das bleibt nicht nur in der Politik, sondern auch im Volk selbst, noch wahrscheinlich etwas länger ein Streitpunkt. Kriminalisieren. Wer glaubt denn schon, dass das funktioniert? Ich nicht. Ich weiß nur, es wird irgendwann passieren. Dafür kann nicht dann vorbei, ist nur eine Frage der Zeit. Ey. Sie werden Gras legalisieren. Und es mit Sicherheit, die Grenze ist nicht mehr weit. Ich kann es jetzt schon garantieren. Es würde